Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, in einem neuen Stream hier bei Hogwarts Legacy. Wir sind immer noch dabei, die 100% nachzuholen. Ich bin mal eben fix im Raum der Wünsche gewesen, habe ein paar Sachen identifiziert, mal eben nach meinen Tierchen geguckt und wir haben hier gerade noch bei Penny Sachen verkauft. Und jetzt machen wir mal weiter. Eine Sache kann ich noch dazu sagen und zwar hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, dass wir hier diese eine Aufgabe nicht erledigen können, weil die Tiere nicht mehr aus ihren Käfigen kommen, wenn wir die befreien. Der Mann im Hintergrund hat aber gemeint, dass wir da auch einfach Tierwesen fangen können an diesen Nestern, die es überall gibt. Also zum Beispiel, ich zeig's euch mal gerade, wenn wir jetzt auf die Weltkarte gucken, zum Beispiel hier ist ja ein Knuddelmuff-Bau und da kann ich einfach hingehen, Knuddelmuffse fangen und dann sollte das auch gezählt werden als gerettete Tierwesen. Das heißt, wir können diese Aufgabe auch machen, müssen halt einfach irgendwo Tierwesen einfangen. Genau, also das ist auch kein Problem. Hallo YouTube, sagt übrigens Bella. Hallo YouTube, genau. Das sollte also alles kein Problem sein, das kriegen wir hin. So, jetzt gucken wir mal. Hä, sind hier diese ganzen Sachen wieder? Ach nee, das sind die... Ach so, ich wollte gerade sagen, sind diese ganzen Sachen, die wir schon gemacht haben, aber das sind ja nur die Höhlen von irgendwelchen Viechern. So, dann zu diesen Kampfarenen. Der Philipp meinte auch, ich habe ihm das gesagt, dass wir an der einen Kampfarena, wo ist denn die jetzt? Ich finde die gerade nicht. Die dunkle Künste-Arena, wo ist die? Sekunde, wo war die? Wo war die? Irgendwo hier unten. Da. Die, oder? Kampfarena der dunklen Künste, genau. Da ist ja jetzt so ein Haken dran. Und ich habe ihn gefragt, wie ist das mit den anderen Arenen? Müssten da nicht auch Haken dran sein? Und er sagt, ja, eigentlich schon. Und deswegen werden wir heute als allererstes mal diese Kampfarena machen. Die haben wir nämlich tatsächlich doch noch nicht gemacht. Und die hier unten, die wir schon gemacht haben. Wartet, wo ist sie? Das ist nämlich diese da. Die haben wir im Zuge einer Quest mal gemacht, die werden wir auch nochmal machen. Und wenn wir die gemacht haben und da ein Haken dran ist, ist gut. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich würde die halt trotzdem gerne nochmal machen, einfach um sicher zu gehen, dass die dann auch wirklich erledigt ist und wir dann nichts verpasst haben. Also machen wir heute als allererstes die beiden Arenen und dann gucken wir mal weiter. So, da würde ich mich jetzt einfach mal hierhin teleportieren. Ach, ja. Und dann mal da hochfliegen. So, da müssen wir in welche Richtung? Sekunde, ich muss mal gerade gucken. Mach mir da einfach mal eine Markierung. So, da will ich hin. Da entlang, okay. Ja, also er meinte, er hat das Spiel bei sich auf der PlayStation leider schon wieder gelöscht, deswegen konnten wir nicht nachgucken, aber er meinte, sich daran erinnern zu können, dass bei ihm da auf jeden Fall überall Haken dran waren. Deswegen denke ich mal, dass das wohl auch so sein wird. So, jetzt muss ich hier erst wieder die Tontöpfe zerschellen lassen. Ne? Das war nämlich auch der Grund, warum ich dachte, dass das die Arena war, die wir schon mal gemacht haben, weil hier auch diese Töpfe sind. Aber die waren ja auch bei der Dunkle Künste Arena. Von daher... So, da ist noch einer. Da ist noch einer. Die haben wir definitiv noch nicht gemacht. Also, wir hatten ja die da unten. Aber wie gesagt, im Zuge der Quest und ich weiß halt nicht... Ach, da steht es ja sogar dran, wie viele Töpfe noch fehlen da oben. Das habe ich ja auch jetzt das erste Mal gesehen. 4 Stück noch. Da. So, noch 3. Jetzt mal gucken, da sehe ich noch einen. Ach, jetzt fehlen noch 4. 6 haben noch gefehlt. Bin auch so blöd. Aber Mathe und Rechnen und Zahlen war noch nie so meine Stärke, ne? So, wo könnten denn hier noch Töpfe sein? Vielleicht hier drin? Confringo. Hallo? Will ich das nicht abbrennen? Nö. Das ist ja frech. Da bist du wieder. Hallöchen, Bella. Ich habe YouTube für dich begrüßt.
Wer redet denn da? Da hinten. So, ich suche immer noch Töpfe. Bella, wenn du irgendwo einen Topf leuchten siehst, also so einen Krug, so einen wie da oben rechts in der Ecke, schrei mich an. Aber ich sehe gerade keinen mehr. Da. So, drei noch. So, hier zum Beispiel, ne? Hier ist jetzt so eine Riesenkröte. Wenn ich die jetzt einfange... Wartet, ich guck mal ganz kurz in mein Inventar, in die Erfolge rein. Also uns fehlen jetzt noch, ich glaube, 15 Tierwesen. 15. Wenn ich die jetzt fange, müssten uns weniger fehlen. Also 14 nur noch fehlen. So. Ah ja, Tatsache, das zählt. Oh, wunderbar. Das heißt, wir kriegen diesen Auftrag dann doch noch erledigt oder diese Herausforderung. Sag mal, ich finde hier keine Töpfe mehr. Da. So, noch zwei Stück. Mal hier so außenrum nochmal dran lang. Einer noch. Na? Tja. Finde den nicht. Wo ist er denn? Sag mal. Guck noch mal von oben. Ich weiß gar nicht, wo ist der denn? Auf den Mauern? Ja. Habe ich ja auch schon gedacht, aber da ist nichts. Mal. Geh mal runter. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Da. Lol. Hä, da sind wir doch schon dreimal dran vorbeigelaufen. Wieso habe ich den nicht gesehen? Okay. Hallo, Basu. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Bärchen? Alles klar? Ich hoffe, dein Tag war schön. Der Krug hatte vorher wohl einen Tarnumhang. Ja, wahrscheinlich. So, dann machen wir jetzt die Arena. Mal schauen, was wir hier wieder erledigen müssen. Duellleistungen brauche ich mich nicht mehr kümmern, die haben wir auch schon fertig. Ich weiß gar nicht, fehlen uns noch irgendwelche Gegner? Wartet mal, ich will mal eben ganz fix reingucken, ob wir noch irgendwelche Gegner, bestimmte brauchen. Ja, berüchtigte Gegner. Aber da muss ich eh mal gucken. Also der Philipp meint, die sieht man auf der Map. Dieses Zeichen für die berüchtigten Gegner wird immer angezeigt, solange man den noch nicht besiegt hat. Und wenn man den besiegt hat, ist es halt weg. Das heißt, uns müssten hier noch irgendwo auf der Map 6 von diesen Totenköpfen angezeigt werden. Genau, sieht man auf der Karte, sagt auch der Basu gerade. Müssen wir mal suchen, wo die alle sind. Das ist das Einzige, was uns hier noch fehlt. Okay, gut. Dann haben wir das ja auch fast fertig. Da würde ich mich nachher mal ein bisschen umschauen. Oh, Spinnen, ausgerechnet. So. Okay.
Geh weg. Lass mich in Ruhe. So. Was hast du getan? Huch. Wo ist er denn? Da. So, das war's. Erste Welle fertig. Wie witzig sehen denn die Spinnen aus? Ja, ich habe diesen Anti-Spinnen-Modus aktiviert. Da sehen die halt sehr wenig noch aus wie Spinnen, obwohl mir reicht das immer noch, um mich zu triggern, muss ich ehrlich sagen. Die haben halt so Rollschuhe an, ne? Das finde ich wiederum lustig. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang, wo sie noch wie Spinnen ausgesehen haben. Aber ich, naja, ich finde es immer noch nicht ganz so toll. Und bei dir war eins der Symbole am Ende verbuggt und einfach verschwunden oder nicht verschwunden. Na gut, aber solange du die Aufgabe erledigt hast, ist ja alles gut. Den hätte ich auch nicht brauchen können, aber als... Auch brauchen können, aber als der ins Spiel kam, war ich mit dem Spiel schon fertig. Ja, ich habe ein bisschen sehr lange gebraucht für das Spiel. Also, ne, siehst ja, ich bin ja immer noch nicht fertig. Ups, ich wollte eigentlich den da treffen. Was bin ich? Gleitfähig? Hat er gerade gleitfähig gesagt? Oder leichtfertig? Ich habe gleitfähig verstanden. Lilly ist gleitfähig. So, nächste Welle erledigt. Das da hätte ich gern. Dankeschön. Was kommt da? Du hast doch unseren Drachen befreit. Dafür wirst du selbst ein paar Schuppen lassen. So. Das Alkatz. Hey, still bleiben. Nein, ich will den da. Du, 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 du. Bringe wir sie tot, ja? Okay. Ich habe ihn in einen Huhn verwandelt. Was machst du denn? Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Okay. Leitfähig, glaube ich. Der wollte bestimmt einen Donner runterjagen. Link wäre beim Anblick des Huhns in Panik verfallen. Das ist wohl so. Oh, diese Geräusche. Und das soll eigentlich auch nicht mehr sein, dass sie diese Geräusche machen. Dieses Knicken und Knacken und eklige, merkwürdige, weiß auch nicht, Geräusche halt. Aber das machen sie halt immer noch. Ich weiß nicht, bei mir hat es das nicht rausgepatcht, dieses komische Geknicker. Eklig. Oh. Reicht das jetzt? Kommen noch mehr? Ja, da sind noch mehr. Oh. Ach, okay, es reicht. Oh, bitte keine Agromantula. Also da würde ich bitte drauf bestehen, dass da keine kommt. Danke. So. Oh, na toll, das ist doch eine Agromantula da. Oder ist das eine? Ja, oh, nee. Geh weg. Na. Ah, eklig. Eklig. Mach die mal. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh. Ach, so viele Spinnen überall. Hallo? Kinderspiel. Oh, mehr hast du nicht drauf?
Mann. Oh Mann. Das wirst du büßen. Was hältst du denn von Elektrizität? Petrificus Totalus? Hast du dir so gedacht? Komm, du kannst auch sterben gehen einfach. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben einen Diebesmantel bekommen, diese Rollschuhe. Ja. Oh Mann. Okidoki. Zum Hochland zurückkehren. Die ging. Waren ein paar viele Spinnen, aber wie gesagt, so in der Form geht es gerade so. Ah ja, da ist tatsächlich jetzt ein Haken dran. Okay, das heißt, wir machen die andere auch nochmal, Leute. So habe ich das entschieden. Also, dann haben wir die jetzt erledigt. Sehr schön. Und dann machen wir die hier unten nochmal, weil wir die ja eigentlich schon mal gemacht haben, aber egal. Ist dann noch irgendwo eine Arena? Also ich habe jetzt da oben die zwei, die dunkle Künste und die und dann hier die noch. Und ich weiß gar nicht, ob noch irgendwo eine kommt. Glaube aber nicht. Na egal, wir machen mal die. Wo porte ich mich da hin? Am besten da vielleicht. Die Rollschuhe sind klasse, ne? Haben sie so ein bisschen an... an Rons... Wie heißt das? Hawk? Nee, nicht Horcrux. Das ist ja Quatsch. An Rons... wie heißen denn diese Viecher gleich wieder, die da aus diesem Schrank immer rauskommen bei dem einen Film? Oder dem einen Buch? Ich komme nicht auf den Namen, Leute. Aber ihr werdet es mir bestimmt gleich verraten. Naja, und bei Ron ist es ja auf jeden Fall eine Spinne mit Rollschuhen, glaube ich. Ja. Irrwicht, genau. Dankeschön dafür. So. Ja, ich glaube, die heißen Irrwicht. Ich glaube, du hast recht. Okay, los geht's. Und dann direkt ein Troll, ja? Wo ist er? Was war das denn gerade? Habt ihr gesehen, wie der sich teleportiert hat? Troll. Okay. Bam. Weiß nicht, ob ich so einen schon mal... Es gibt ja so einen Erfolg, dass man jeden Gegner einmal mit diesem alten Magiewurf getroffen haben soll. Und ich glaube, ich habe da noch nicht alle. Oder der Philipp hat da noch nicht alle. Weiß nicht, aber... Ich habe keine alte Magie mehr, fällt mir gerade auf. Geh mal da lang. Upsi. So. Okay. Ich glaube, den hat er auch noch nicht, oder? Weiß ich genau. So. Blablabla. Das ist auch gar nicht so einfach, weil das halt nirgendwo steht, welche Gegner du schon mit dem alten Magiewurf getroffen hast. Und welche eben nicht. Hallo? Was war das? Irgendwas hat mich gerade... Donk. Der Kampftroll ist hier so ein bisschen verbuggt heute. Habe ich dich schon... schon mit alter Magie getroffen? Ich weiß es nicht, bestimmt. Das war die Spinne. Lass mich raus! Hilfe! Oh.
Okay. Und das ist die einfachste von den ganzen Arenen hier, glaube ich. Ein lästiger Mensch weniger. Ich kämpfe wie ein Knuddelmuff. Okay. So. Ich kämpfe wie ein Knuddelmuff, habt ihr gehört? Das ist doch süß. So, ich habe hier noch ein bisschen was zum Werfen übrig. So. Okay, ich glaube, das war's. Da gibt's jetzt nichts mehr. Zum Hochland zurückkehren. Gucken, ob da jetzt auch ein Haken dran ist oder ob das einfach so bleibt. Dann habe ich die jetzt umsonst gemacht. Vielleicht. Karte. Nee, da ist jetzt auch ein Haken dran. Wunderbar, dann haben wir das doch auch erledigt. Sehr schön. So, wartet mal, jetzt will ich hier mal ganz kurz ein bisschen durchgucken, ob ich hier noch irgendwo so ein Totenkopf-Symbol entdecken kann. Momentan sehe ich aber erstmal nichts. Wenn einer von euch eins sieht, einfach kurz brüllen. Lilly, du hast da was übersehen, du alte Blindschleiche. Oder so. Da oben ist noch eine Seite. Oh, okay. Die wollen wir natürlich noch holen. Sekunde. Ich hoffe, ich habe hier oben nicht noch irgendwas übersehen. Aber eigentlich... Das ist halt so schwierig, ne? Es zeigt einem die Sachen auch manchmal erst an, wenn man in der Nähe ist. Außer man hat halt dieses Revelio auf dem Besen benutzt. Okay, dann holen wir die Seite eben noch fix. Habe ich die tatsächlich vergessen da oben? Das finde ich aber nicht gut. So, Mrs. Das nenne ich mal Revelio. Okay, so, sonst sehe ich aber in der Nähe erstmal nichts weiter. Ja, in die Richtung, aber ich glaube, das ist dann alles weiter da hinten. Moment. Das machen wir mal zuerst. Haben wir den? Hier soll einer sein. Aber wer denn? Wer bist denn du? Wilderer Waldläufer. Den habe ich dann aber offenbar schon besiegt hier, oder? Weil... Das zeigt es mir hier... merkwürdig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Guck mal, wir werden endlich über die Welt der Zauberei herrschen. Ob das jetzt was Besonderes war. Keine Ahnung. So. Da fehlt uns also noch eine Seite. Revelio. Ah. Altes Horn. Ja, lese ich dann alles mal mit dem Mal vor. Ist hier sonst noch was? Außer die Blutegel? Gucken. Ich sehe nichts. Da hinten ist noch eine Prüfung Merlins. Frage, wie weit ist die weg? In welche Richtung fliege ich denn gerade? Da irgendwo.
Und noch ein Schatzgewölbe. Was, wo, wie kann ich denn hier so viel übersehen haben? Rebellion. Wo ist denn die Prüfung? Hier unten? Ah ja, Tatsache. Ich erkenne eine Prüfung, Merlins, wenn ich sie sehe. Na, hör mal. Confringo. Ich weiß gar nicht, ob ich einen von denen schon mal... So. Kurz warten. So. Und hier ist auch noch ein Schatzgewölbe, ja. Confringo. Strange. Konnte ich die Ecke denn ganz und gar übersehen hier hinten? Das ist merkwürdig. Na gut, machen wir mal die Prüfung. Okay, dafür muss ich wieder die Würfel drehen, oder was? Ja. Moment. Stipendo. Habe ich das irgendwo? Nein. Machen wir das mal hier drauf. Nochmal. So. Der ist richtig. Da ist noch einer. Ganz kurz mal schauen. Das muss da rüber. Das heißt... Einmal so. Und einmal so. Ja. Der ist auch richtig. Okay. Den... Also einmal... So und einmal so. Und jetzt nochmal so. Das war zu viel. Scheiße. Einmal zurück. So. Damit wäre das erledigt. Fertig. Sehr schön. Aber das ist gar nicht so einfach, die Karte wirklich zu 100% aufzudecken, ne? Man findet ja doch immer wieder irgendwie neue Sachen. Nee, Quatsch, steck mal ab. Hier ist noch ein Schatzgewölbe. Das ist dort. So. Alohomora. Alohomora. Ne? Da war's. Oh, ich weiß nicht, Baso, wie es dir geht, aber fandest du das mit diesen Schlössern aufmachen auch irgendwie unbequem für die Finger? Ich fand das immer sehr, also ich finde das immer sehr unbequem. Vor allem, wenn so das diese Schrägen werden, wenn ich nicht aufpasse. Angepeilt werden. Das finde ich sehr unangenehm irgendwie. So. Da lag einfach mal so Geld. Sonst noch was? Da liegt noch mal Geld und eine Truhe. Okay. Das hätten wir also auch erledigt. Gut. Dann gucke ich jetzt nochmal, wenn ich auf dem Besen bin, ob hier noch was ist. Das haben wir gemacht. Wenn's draußen kalt und gefährlich ist. Hallo. Und du dein schönes, warmes Bett vermisst. Vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. Hallöchen, Alatu. Ich nenne dich einfach mal Alatu. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich die Zahlen nicht mit vorlese. Schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön, Hallöchen. Ich bin die Lilly. Wir spielen heute ein bisschen Hogwarts Legacy. Die Story haben wir schon im Let's Play durchgespielt. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dir das gerne auf YouTube angucken, auf meinem Kanal. Ansonsten, ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Wir holen hier gerade die 100% nach. Schön, dass du bei uns reinschaust. So, da habe ich noch ein Banditenlager jetzt entdeckt. Das haben wir aber schon gemacht, genau. Was war hier noch? Ich habe doch gerade noch mehr Sachen gesehen. Da hinten ist immer noch dieser berüchtigte Gegner. Was ist das? Und da ist auch noch eine Prüfung Merlins. Sage mal... Kann nicht sein, dass ich hier so viel Zeug vergessen und verpasst habe.
Wir fliegen da einfach mal hin. Ist das wieder der gleiche, der mir vorhin schon mal angezeigt wurde? Revelio. Ja, ist der gleiche. Tatsache. Dann gehe ich jetzt mal dahin zu der Prüfung. Da hinten ist auch noch ein Schatzgewölbe. Sag mal, so viel Zeug verpasst einfach. Ja, ich glaube, ich mache es dann lieber so mit dem Revelio auf dem Besen. Ich glaube, da sehe ich ein paar mehr Sachen, als wenn ich das einfach so auf der Karte anpeile. Irgendwo hier unten ist eine Prüfung da. Mitten in einem Banditenlager. Steck mal ab. So. So. Machen wir die hier immer alle fix platt. So. Okay. Also gut, was haben wir hier wieder? Hallo Pipi, schön, dass du reinschaust, mein Lieber. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Was hast du so gemacht? Erzähl mal. Was musste man hier denn machen? Achso, ja, stimmt. Die Motten. Lumos. Lumos. Erstmal muss er aufmachen. Und dann Lumos. Das? Ich dachte, da würde ein Demigeist auf dem Tisch einfach sitzen. So. Bombarda. Lumos. Einmal die. Wo kommen die hin? Da. Okay, Bella, alles klar. Hochzeitsgebäude? Wolltest du nicht in unserem Tempel heiraten? Bellalein? Solala, Sturm und jetzt Ultrasonne und ist nicht so meins, aber ansonsten ganz okay. Ja, damit habe ich auch so meine Probleme mit diesem ständigen, extremen Wetterwechsel. Deswegen spielt auch schon seit Tagen mein Kreislauf absolut verrückt. Aber so ist das, wenn man alt wird, ne? Ah. Nee, ich habe gehört, auch viele junge Menschen haben dieses Jahr oder auch letztes Jahr schon Probleme gehabt mit diesen extremen Wetterwechseln. Wir sind das halt hier in Deutschland einfach nicht so gewöhnt. Oh, eine Piratenhochzeit. Ach so, deswegen. Ich verstehe, Bella. Okay, na gut. Da habe ich nichts gesagt. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Mach nochmal Revelio. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Also. Lass mich mal sehen. Hier war doch noch irgendwo ein Schatzgewölbe. Da. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich meine, wenn ich jetzt hier nicht jedes einzelne Schatzgewölbe und jede einzelne Prüfung Merlins finde, dann ist es halt so, ne? Wichtig ist mir ja, dass wir die Herausforderungen alle schaffen. Und da sind wir ja gut dabei. Ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Wo ist denn hier das Schatzgewölbe? Hallo? Hier unten? Och, nee. Nee. Muss ich da? Nee, will ich nicht. Bestimmt hier oben, oder? Ja, hier ist es. Bitte sind da keine Spinnen drinne. Bitte nicht. Hast du Spinnen? Aber in den Schatzgewölben ist ja meistens nichts drin. Ach, wieder sowas. Das war letztens auch lustig. Da war auch sowas hier. Und wenn man alle von diesen Dingern ausgemacht hat, dann ist das hier aufgegangen. Und da denke ich mir, wer kommt denn drauf, das zuerst zu machen? Weil das Richtige war, alles anzuzünden. Und das habe ich ja auch gemacht. Confringo. Pupili. Kannst du den da anvisieren? Danke. Vielleicht ist aber auch irgendwann mal das Richtige. Nee, Tatsache ist wieder das Gleiche wie beim letzten Mal. Ich wette, wenn ich jetzt wieder alle ausmache, dann geht da hinten die Tür auf. Ist da noch was drin? Nee, dann lasse ich das jetzt. Wenn da nichts drin ist, dann... Beim letzten Mal war da nämlich auch nichts drin. Dann mache ich das einfach nicht auf.
Lang nicht mehr gehört oder gesehen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe ab und zu mal bei dir kurz reingeguckt, aber manchmal hast du was gespielt, wo ich mich halt nicht spoilern wollte. Deswegen bin ich dann immer gleich wieder weggegangen, ohne was zu sagen. Ja. So, das haben wir. Okay, gucken wir nochmal wieder weiter. Ob wir noch was in der Nähe sehen. Jetzt bin ich aber der Meinung, haben wir hier tatsächlich irgendwann erstmal alles gemacht. So. Nein, da ist immer noch ein Schatzgewölbe. Ich drehe ja durch. Was ist denn hier los? Wie kann ich denn so viel Zeug übersehen haben? Flieg nicht gegen den Baum, das tut bestimmt weh am Kopf. Also wirklich, das gibt's doch gar nicht. Ich wette mit euch, wenn ich da jetzt gleich drin war und mein Revelio mache, dann ist da wieder. Den hier haben wir aber schon gemacht, oder? Revelio. Offensichtlich. Wo ist das Schatzgewölbe da? Ah, wartet mal. Steig mal ab. Wir fangen mal ein paar Tiere. Wo ist meine Tasche? Da. Hallo? Wo sind sie hin? Revelio. Ich krieg euch doch. Hallo? Da hinten. Einfangen! Schwupp. Ich passe auf dich auf. 100% nur auf einem Spielstand oder 100% Achievement? Also ich versuche quasi meine 100% hier auf meinem Spielstand zu bekommen. Das heißt für mich quasi, dass ich alle Quests gemacht habe, dass ich hier unten die Herausforderungen alle abgeschlossen habe, dass ich bei der Sammlung alles gefunden habe. Das möchte ich gerne schaffen. Also ich versuche mich nicht an den Achievements zu orientieren, weil die 100% Achievements sind ja noch ein bisschen schwierig. Du findest meinen Kanal auf YouTube nicht. Warte, ich verlinke dir den gleich mal. Sekunde, ich erkläre nur kurz noch zu Ende. Und da musst du ja irgendwie mit allen Häusern einmal bis in den Kartenraum gekommen sein. Und ja, nee, du darfst hier keine Links schicken, Pibi. Aber vielen Dank, dass du helfen wolltest. Sekunde, warte, ich schick den grad. Eine Sekunde, das geht sofort los. Achso, stimmt. Oben wäre der Link auch von Stream Elements. Der müsste eigentlich funktionieren. Aber hier habe ich ihn auch nochmal für dich. So, bitteschön. Oje. Jetzt brechen mir hier gerade alle Frames ein. Alles gut? Na, beruhig dich. OBS. Habt ihr heute irgendwie Lags oder so? Ich habe noch gar nicht auf die Zahl heute geguckt, aber scheint sich wieder zu fangen. Gut. Kann sein, dass gerade mal ein kurzer Einbruch war. Ja, genau. Also, wie gesagt, für die Achievements auf der PlayStation muss man, wie gesagt, mit jedem Haus einmal ein bisschen in den Kartenraum kommen. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt Lust drauf. Und ich glaube, uns fehlt noch das Achievement, dass du jeden Gegner oder Gegnertyp einmal mit dem alten Magiewurf quasi angegriffen hast. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ein bisschen schwierig ist, weil man halt nicht weiß, welche Gegner hat man jetzt schon mal damit angegriffen und welche nicht. Wir versuchen dann natürlich immer, oder ich, weil Philipp spielt das Spiel momentan nicht mehr, ich versuche dann halt immer so ein bisschen verschiedenste Gegner auch mal mit alte Magie anzugreifen, aber hat jetzt geklappt. Oder hat nicht geklappt, oder wie meinst du? Er sollte jetzt geklappt haben, ist ja der Link, den ich direkt von YouTube kopiert habe, also ja. Ja, und das ist halt, also deswegen, an den Achievements orientiere ich mich nicht. Ich mache halt so für mich. Ich würde gerne auf der Karte, soweit es geht, alles entdeckt haben. Die ganzen, ich sag mal, Dörfer, dass ich da alles gefunden habe, dass ich im Schloss und in Hogsmeade alles gefunden habe. Diese Sachen würde ich gern machen und das ist dann für mich die 100%. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dazu zählen will, auf die höchste Stufe zu kommen, weil das ja doch sich ein bisschen zieht. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht mehr viel. Anderthalb Level. Naja, wir gucken mal. Und wenn es nicht ganz mit 100% klappt, dann Hauptsache nearby, sag ich mal, ne?
So, mir fehlen nur noch mit zwei Häusern bis zum Kartenraum zu kommen. Ja, bei uns auch, genau. Bei uns ist es tatsächlich Slytherin und Gryffindor. Weil ich bin ja Hufflepuff und der Philipp war Ravenclaw. Nee, gar nicht. Slytherin und Ravenclaw. Der Philipp wäre Ravenclaw, aber er hat sich, glaube ich, für Gryffindor entschieden. Und deswegen fehlt uns halt noch Slytherin und Gryffindor, genau. Hab einen Speedrun dazu gemacht bis dahin und brauche trotzdem fast 2 Stunden. Ja, das ist es halt eben. Ne? Man muss dann trotzdem eben diese 2 Stunden nochmal spielen. Mit gegebenenfalls 3 Häusern. Und weiß nicht, ob man da so Bock drauf hat, das dann so durchzuziehen. Irgendwann machen wir das bestimmt auch noch. Aber das ist meistens so, dass uns bei so Spielen, oder bei Philipp ist es meistens so, dass ihm bei so Spielen dann immer nur so ein Achievement fehlt. Zum Beispiel bei Final Fantasy 15, da fehlt ihm nur noch das Achievement, glaube ich, diesen Adamantamai zu besiegen. Das ist das Einzige, was ihm noch fehlt. Und ansonsten hat er alles gemacht. Nein! Oh Gott, ich hab das... Oh! Ich hab das aus Versehen gewechselt. Hallo, ich wollte dir nicht wehtun. Entschuldigung. Ich wollte nicht wechseln. Ich habe aus Versehen auf die blöde Taste gedrückt. Ach, das tut mir so leid. Mist. Oh nein. Wieso ich die instant einfangen kann? Weil ich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spiele. Deswegen. Ja. Ich spiele auf ganz leicht und deswegen kann ich die einfach einfangen. Ja, ich bin ein kleiner Feigling. Ich krieg das auf so schweren... Ich will so ein Spiel halt einfach genießen und mich nicht die ganze Zeit ärgern, weil ich Sachen nicht schaffe. Und deswegen spiele ich meistens auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, damit ich mich nicht die ganze Zeit ärgern muss, dass ich Dinge nicht hinkriege. Das ist der einzige Grund. Was muss ich denn? Hallo? Wie? Geht's denn hier weiter? Bombarda. Hallo? Hä? Geht das hier auf? Revelio. Vielleicht das Feuer ausmachen? Oh. Nein. Wenn ich oben alle erledigt habe. Oh, danke schön für den Tipp. Super. Mach ich mal eben. Ah, ich habe mich im schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt und bis auf das mit dem Kartenraum alles geschafft. Bin echt happy über die Leistung. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Also, der Philipp hat, glaube ich, auf dem nächsthöheren nach mir gespielt und da war es schon sehr viel schwieriger. Also, Revelio. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist schon echt eine krasse Leistung, finde ich. Das hätte ich nicht hingekriegt. Ah, hier ist wieder so ein Würfel. Muss ich den Würfel vielleicht irgendwo hinschaffen? Wartet mal. Hier sind gar keine Gegner, Pibi. Was ist denn hier los? Wie komme ich denn an den Würfel ran? Warum ist die Kamera so dicht an mir dran? Das finde ich gerade auch nicht so gut. Da oben sind Gegner. Da ist einer. So. Ah ja, da ist das Feld für den Würfel und da hinten ist der Würfel. Aber wie komme ich an den Würfel dran? Moment, ich muss, glaube ich, da hoch erstmal. Erstmal da hoch, den Gegner besiegen. Und dann gucken wir weiter. Ah! AGW, was willst du mir damit sagen, Alatu? Du musst mir solche Abkürzungen... Herzlichen Glückwunsch, glaube ich, oder? Kann das sein, dass du das damit meinst? Oh mein Gott, ich bin alt. Ich kann mit solchen Abkürzungen nichts anfangen. Ich glaube aber, du meinst herzlichen Glückwunsch. Könnte mir vorstellen, dass das gemeint ist.
besonders den vorletzten Kampf, wo man gefühlt 100 Gegner auf ja, das ist wohl wahr. Also ich hab, ich kann, warte mal, ich muss überlegen, was ich sagen will. Es gab so eine Situation, da bin ich in eine Höhle gegangen, in der ich eigentlich noch nicht hätte drin sein sollen. Da war ein Troll drin. Und dieser Troll, der war, glaube ich, einfach 6 Level über mir oder so. Und den habe ich, also es hat schon ein bisschen gebraucht, aber ich habe den gut platt bekommen. Der Philipp hat für diesen Troll in der gleichen Situation auch etliche Level über sich, hat er, glaube ich, 4 Anläufe gebraucht, weil der einfach viel zu stark war. Komme ich denn an diesen Würfel hier ran? Ist der, warte mal. Das ist doch keine Bombarderwand hier, oder? Hä? Ist der in die Wand gebackt oder komme ich da einfach nicht hin? Wie komme ich denn da rein zu dem Nummer? Mann! Hey, gibt's doch keinen Eingang. Wie komme ich da rein? Da oben? Aber den kriege ich doch dann da nicht raus. Lol. Jetzt flieht doch über die Mauer, Mädchen. So. Darf ich nicht runter? Darf ich nicht landen? Okay. Wieso darf ich hier nicht landen? Hallo? Willst du mich veräppeln? Wie komme ich denn an diesen blöden Würfel? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich darf da oben nicht landen. Da geht's nicht weiter. Der Haustruhenmantel? Ja, den finde ich auch ganz hübsch. Ich hätte mir ein bisschen eine andere... Wem hast du denn jetzt gewunken? Eine andere Belohnung vielleicht gewünscht dafür, was man machen musste. Aber ja, der ist schon sehr, sehr nice. Das stimmt. Wie komme ich da rein? Bin ich doof? Komm da nicht rein, Leute. Keine Ahnung. Aber ich brauche doch diesen Würfel. Wie kriege ich den denn? Hä? Da ist eine Tür. Nee, das ist ein Fenster. Geh mal hier runter. Kannst du hier durch das Fenster rein irgendwie? Nee. Ja, geh mal runter. Der Würfel ist da drin. Revelio. In diesem Turm. Und ich komme da nicht ran. Was mache ich denn jetzt? Oder übersehe ich irgendwas? Bin ich blind? Hier geht's nicht rein. Das ist doch keine Wand, die ich mit Bombarda aufsprengen kann hier, oder? Bombarda! Nein. Hier durchs Fenster klettern? Nein. Komm mir gerade ein bisschen dumm vor. Viel Spaß im Lurk, Baby. Vielen Dank für deinen Lurk-Support, mein Lieber. Ich habe einen Troll sehr early erledigt. Bin echt oft gestorben, aber habe den dann gepackt. War noch unter Level 10. Wow. Das ist krass. Das ist krass. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich den Würfel kriegen soll. Ich brauche den aber, sonst komme ich da unten nämlich nicht rein. Mal hier hoch. Auch nicht weiter. Nun. Boah, ich sehe nichts. Hier. Ja, tut mir leid. Ich glaube, die Sache ist verbuggt. Da ist der Würfel. Ich glaube nicht, dass ich den so durch die Wand ziehen kann. Nein.
Ja, es wird wohl buggy sein. Ach, ist das ärgerlich. Also, ach Mann, ich mag solche Sachen nicht. Jetzt komme ich da unten nicht hin, weil da der Würfel fehlt. Das Einzige, was ich jetzt mal machen könnte, dass ich mal kurz das Spiel beende. Wir speichern mal ab. Und ich guck mal, ob ich dann hier wieder... hat er jetzt gespeichert? So. Dass ich hier eventuell den Würfel wieder hab. Mal gucken. So, probieren wir es mal mit nochmal starten. Das Problem hatten wir ja schon mal in... Wo ist der Würfel jetzt? Es ist auf jeden Fall nicht mehr dort. Hä, wo ist er jetzt? Jetzt ist er da oben. Ah, und da gehört er wahrscheinlich auch hin, genau. Ah, sehr schön. Ja, das Problem hatten wir ja schon mal mit Herodinas. Also mit dieser Quest von dieser einen Zauberin da, wo wir in diesen Raum mussten. Und diese komischen Rätsel da lösen mussten. Da hatte sich ja auch der eine Raum nicht richtig aufgebaut. Da musste ich auch neu starten, damit das wieder richtig ist. Aber wir haben es ja hingekriegt. Gut, ich bin froh. So, was ist das? Levi... das da. Levioso, genau. So, jetzt müsste die Tür hier unten aufgegangen sein. Ja, sehr schön. Das sollte ich untersuchen. Okay, haben wir es ja doch noch hingekriegt. Okay, okay, okay. So, die Folge ist auch gleich wieder um. Gut, fertig. Also, dass du dich nicht wunderst, Alatu, du bist ja neu bei uns. Ich nehme hier immer nebenher für YouTube Folgen auf, weil ich das natürlich gerne an mein Let's Play noch mit anfügen möchte, hier die Streams. Das ist alles so, ne? Quasi zusammen auf YouTube dann ist. Wundert dich also nicht, wenn ich hier ab und an Hallo und Tschüss sage, weil, wie gesagt, das ist für YouTube. Also ich mache dann nicht Feierabend, sondern wir machen dann danach direkt die nächste Folge. Ach, und da ist der liebe Necklord. Hallöchen, guten Tag, wie geht's soweit? Kann zwar nicht lang bleiben, da ich gleich wieder weg muss, aber wollte trotzdem kurz mal reinschauen. Ja, natürlich, das ist doch in Ordnung, völlig okay und schön, dass du mal reinschaust, mein Lieber. Was hast du denn heute Schönes vor? Mir geht's übrigens gut. Ja, mir geht's gut. Heute auf jeden Fall besser als gestern. Gestern war mir so ein bisschen kreislaufmäßig nicht gut und ich hatte einfach keinen Bock. Gebe ich ganz offen zu. Ja, aber ansonsten geht's mir heute sehr gut. Schön. Schön, dass du da bist, mein Lieber. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist, was ich auch wieder verpasst habe. Da ist nur ein Nest. Das da. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht, oder? Moment, ich gucke erstmal so. Nee, da ist noch kein Haken dran, da an dem einen Banditenlager. Ansonsten, das ist, glaube ich, wieder dieser eine Gegner, den wir jetzt schon dreimal gesehen haben. Da ist auch noch ein Banditenlager und ein Händler. Und ich glaube, ich habe hier noch eine Truhe übersehen. Oder was ist das? Ah, könnte... Nee, ist ein Gebüsch. Okay, gehen wir nochmal zu dem Banditenlager hier. Doch, da ist schon ein Haken dran. Warum? Einer von warum? Ihnen hat mich gekratzt. Hab ihn so lange leben lassen, dass er unglaublich. Wird mir das nicht angezeigt. Na gut, ich glaube aber, wir sind jetzt dann in der Ecke hier wirklich fertig. Den ganzen Tag rumzustehen. Dann gucken wir mal. Nicht viel, geh gleich nur noch einkaufen. Ach so, alles klar. Ja dann, dann ist doch alles gut. Okay, so, ich glaube, wir haben es jetzt dann doch geschafft hier oben. Ich würde diese Ecke dann erstmal sein lassen. Wenn da jetzt noch irgendwo ein Banditenlager oder eine Prüfung Merlins oder sowas ist, dann ist halt so. Tatsächlich würde ich jetzt mal hier unten erstmal weitermachen. Wartet. Hier. Ja, so ab hier so. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Dann gucke ich mal, was uns hier in der Ecke noch fehlt. Auf jeden Fall noch ein berüchtigter Gegner, sehe ich gerade.
Und dann würde ich dort dann eventuell die Folge erstmal beenden. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Wollen wir noch irgendwas erledigen? Wir können ja hier die Banditen noch eben fix töten. Guck mal. Das wieder die Katze ist das. So. Okay. Da hat noch einer eine Quest. Sollte die dunklen Künste nicht so streng. Ich könnte schwören. Ah, ich habe keine alte Magie mehr übrig. So. Mal schauen, was. Okay. So. Da ist noch einer. Okay. Da oben ist auch noch einer. Wo haben wir sie jetzt alle? Ich glaube, jetzt haben wir sie alle hier, ne? Guck mich mal eben nach Truhen um. Da ist zum Beispiel schon mal eine. Ich glaube, hier spawnen immer noch Gegner. Kann das sein? Nee. Das war's jetzt. Doch, irgendwo greift noch einer an. Hier dahinter steht noch eine Kiste. Die hole ich mir dann gleich. Machen wir mal die Quest hier noch. Nehmen wir die mal noch an und dann würde ich in die nächste Folge rübergehen. Henriettas Karte. Ach so, wartet mal. Das ist die Quest, die wir sowieso schon angenommen haben. Hier ist das also. Ach nee, nicht noch eine Schatzkarte. Also diese Schatzkarten, die finde ich ganz furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Was müssen wir denn da machen? Verstehe es nicht. Wir müssen da unter dem Schloss in eine Höhle oder was? Oder da an der Stelle... Wartet mal, das müssten wir dann wohl auf der Karte suchen. Und da müsste dann irgendwie eine Schlossruine sein oder eine Ruine, wo wir unten rein können. Und dann müssen wir da irgendwas mit, nicht mit Feuer, sondern wir müssen es durch Eis ersetzen oder so. Das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Findest du? Na gut, der Hypogreif markiert die Stelle, neuer Auftrag. Also gut, dann werden wir mal schauen. Vielleicht finden wir das beim nächsten Mal. Aber meine lieben Freunde auf YouTube, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Hogwarts Legacy. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.